Tödliche Medizin. Handelt es sich hierbei um bloße Unwissenheit oder um einen vorsätzlichen Systemfehler? Herzlich willkommen auf Klagemauer TV aus dem Studio Münster. Im vergangenen November 2014 erschien ein höchst umstrittenes Buch des angesehenen Medizinprofessors und Dänen Peter C. Goetzsche, nun auch auf Deutsch. Es trägt den Titel Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität, wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. Goetzsche entnahm aus verschiedenen Studien, dass in den USA jährlich 100.000 Menschen an Medikamenten sterben, obwohl sie diese korrekt einnehmen. Weitere 100.000 würden aufgrund von Fehlern sterben, zum Beispiel an zu hohen Dosen. Die Europäische Kommission hätte geschätzt, dass jährlich rund 200.000 EU-Bürger an Nebenwirkungen sterben würden. Dazu kommen noch ungeahnte Zahlen an Dunkelziffern und Todesfälle, die angeblich auf natürliche oder unbekannte Ursachen zurückgeführt werden. Medikamente seien nach Herzkrankheiten und Krebs die dritthäufigste Todesursache. Dazu kämen jedes Jahr Millionen Menschen, die an schweren Arzneimittelnebenwirkungen leiden. Das Schweizer Radio und Fernsehen, kurz SRF, nahm sich das Buch unter die Lupe und musste eingestehen, dass viele der Fakten aus dem Buch bereits hinlänglich bekannt und überhaupt nicht kontrovers seien. Zum Beispiel, ich zitiere SRF, dass das Rheumamedikament Vioxx wegen verschwiegener Nebenwirkungen Zehntausenden von Patientinnen und Patienten den Tod gebracht hat. Dennoch, SRF kritisiert Goetzsche. Bei ihm käme alles als vorsätzliche Tötung daher. Er gehe sogar so weit, die Pharmaindustrie des organisierten Verbrechens zu bezichtigen. SRF meinte, dass der Schaden für die Patientinnen und Patienten in Wirklichkeit viel differenzierter entstehen dürfte. Ich zitiere: Aus Fahrlässigkeit, Unwissenheit, Anpassungsdruck, begünstigt durch Eigeninteressen und das viele Geld, das auf dem Spiel steht. Währenddessen SRF Goetzsches Aussagen relativiert und die Pharmaindustrie mit einem blauen Auge davonkommen lässt, bringt KlarTV die Gegenstimme. So möge sich jeder seine eigene Meinung bilden, ob es sich hierbei bloß um Unwissenheit oder doch um vorsätzliche Tötung seitens der Pharmaindustrie handeln könnte. Zuerst einmal ist festzuhalten, um wen es sich bei Peter C. Goetzsche handelt. Professor Goetzsche ist Facharzt für innere Medizin, hat viele Jahre für Pharmaunternehmen klinische Studien durchgeführt und sich um die Zulassung von Medikamenten gekümmert. 1993 war er Mitbegründer der Cochrane Collaboration, einem Netzwerk von Wissenschaftlern und Ärzten. Als deren Direktor setzt sich Goetzsche weltweit für unabhängige Analysen in der Gesundheitsforschung ein. Seit 2010 gibt er sein Wissen an der Universität von Kopenhagen an Studierende weiter. In seinem Buch zeigt Goetzsche auf, warum es den Pharmafirmen immer wieder gelingt, unnütze oder sogar gefährliche Medikamente auf den Markt zu drücken. Es sei üblich, die Ergebnisse von Medikamententests zu verfälschen und die Gefahren von Arzneimitteln zu verheimlichen. Zudem würde man überall auf das Geld der Pharmaindustrie stoßen. Jeder mit Einfluss im Gesundheitswesen solle gekauft werden. Folgendes Beispiel aus Goetzsches Buch sei erwähnt. Im Jahr 2001 veröffentlichte die britische Firma GlaxoSmithKline eine Studie mit Kindern und Jugendlichen, die sogenannte Glaxo-Studie 329. In dem Bericht stand, Paxil, ein Psychopharmaka, hauptsächlich gegen Depressionen, sei wirksam und habe minimale Nebenwirkungen. Viele glaubten dieser Studie und sie wurde bis 2010 nicht weniger als 184 Mal zitiert. Wie sich jedoch später herausstellte, war die Studie ein Schwindel. Der Generalstaatsanwalt des Staates New York verklagte nämlich GlaxoSmithKline wegen wiederholter, hartnäckiger Verbrauchertäuschung. Sie habe die Nebenwirkungen von Paxil verschleiert. Daraufhin musste die Firma ihre Archive öffnen, um einen Vergleich zu erwirken. Der nicht veröffentlichte interne Studienabschlussbericht zeigte, dass mindestens 9 Kinder, die mit Paxil behandelt wurden, sich das Leben nahmen. Trotzdem wurde Paxil jährlich zu Millionen verschrieben und kostete unzähligen Jugendlichen und Erwachsenen das Leben. Ein internes Dokument hätte gezeigt, dass die Firma genau wusste, was sie tat. Ich zitiere aus dem firmeninternen Dokument: Es wäre geschäftlich inakzeptabel, bekannt zu machen, dass die Wirksamkeit nicht nachgewiesen ist, denn dies würde dem Ruf von Paxil schaden. Etwas scheint klar zu sein. Von Unwissenheit kann kaum die Rede sein. Auch scheinen für die Pharmaindustrie andere Gesetze zu herrschen als in anderen Branchen, wenn mit einem Produkt Leben gefährdet werden könnten.
So kommt es zum Beispiel in der Autoindustrie immer wieder vor, dass Fahrzeuge massenweise aus dem Verkehr gezogen werden, sobald ein mögliches Unfallrisiko vorliegt. In der Pharmaindustrie scheint dies jedoch oft nicht der Fall zu sein. Einerseits, wie Goetsche dokumentiert, weil tödliche Risiken von Medikamenten oft verschwiegen werden und andererseits, weil Todesursachen infolge von Arzneimitteln oft nicht untersucht und leicht anderen Umständen zugeschrieben werden könnten. Helfen Sie mit, diese Praxis zu entlarven, wo schädliche oder sogar tödliche Medikamente nicht vom Markt gezogen werden. Senden Sie Ihre Klage an Klagemauer TV, sollte Sie Kenntnis davon erlangen. Nun gebe ich weiter an das Studio Karlsruhe. Dort geht es um eine weitere Frage zu diesem Thema. Könnte es sich allenfalls um einen Systemfehler im Gesundheitswesen handeln, der zur Folge hat, dass tödliche Medikamente oft nicht vom Markt zurückgezogen werden? Einen guten Abend allerseits. Danke, Studio Münster. Im ersten Teil ging es um die Frage tödliche Medizin, Unwissenheit oder vorsätzliche Tötung. Nun gehen wir im zweiten Teil der Frage nach, ob es sich allenfalls sogar um einen Systemfehler im Gesundheitswesen handeln könnte, der zur Folge hat, dass tödliche Medikamente oft nicht vom Markt zurückgezogen werden. Hierzu greifen wir einige weitere Argumente aus dem Buch des dänischen Medizinprofessors Peter C. Goetsche auf. Dieses trägt den Titel Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität oder wie die Pharmaindustrie das Gesundheitswesen korrumpiert. Besondere Kritik übt Peter Goetsche an der Tatsache, dass Pharmafirmen selber entscheiden dürfen, wie sie ein Medikament testen wollen, wie sie die Daten auswerten und was sie davon an die Arzneimittelbehörden oder die Öffentlichkeit weitergeben. Wir hätten ein System, in dem die Pharmaunternehmen ihre eigenen Richter seien. Die Pharmaunternehmen, so Goetsche, machen ihre eigenen Studien und manipulieren die Ergebnisse häufig in einem erschreckenden Ausmaß. Ein ausführliches Beispiel dazu erläuterten wir im ersten Teil zu diesem Thema. Besonders gefährlich nennt Goetsche das Pharma-Marketing, das heißt die Vermarktung der Arzneimittel. Die Lügen seien häufig so augenfällig, dass die Firmen das exakte Gegenteil der Wahrheit behaupten würden. Als Hauptgrund, warum es den Pharmaunternehmen immer wieder gelänge, die Gefahren von Arzneimitteln zu verheimlichen und sie trotz schwerster Nebenwirkungen auf den Markt zu bringen, sei das Geld der Pharmaindustrie. Nahezu jeder Entscheidungsträger im Gesundheitswesen wäre auf die eine oder andere Art manipuliert, ja, oft sogar gekauft, so Goetsche. Der Industrie gelänge es, auf allen Ebenen wichtige Personen zu bestechen, bis hin zu Gesundheitsministern. Dass dies auch so gehandhabt wird, bestätigt auch John Virapen, ein ehemaliger Geschäftsführer des US-Pharmakonzerns Eli Lilly und Manager des dänischen Pharmaunternehmens Novo Nordisk. Unter anderem beschreibt Virapen in einem 2006 erschienenen Buch über Manipulation bei der Zulassung des Antidepressivums Prozac in Schweden, er selbst habe Professoren, Gutachter und Staatsbeamte bestochen. Weitere Gründe, warum schädliche Medikamente oft nicht vom Markt gezogen werden, seien nach Goetsche zu nachgiebige Arzneimittelbehörden und Fachzeitschriften, die fehlerhafte Studien publizierten. Fachzeitschriften publizieren pharmafreundliche Studien nicht nur wegen der Werbeeinnahmen, sondern vor allem auch wegen Sonderdrucken, die Pharmafirmen für viel Geld in Auftrag geben. Diese Sonderdrucke werden an Ärzte verschickt, um diese über die Wirkungen der Medikamente angeblich wissenschaftlich neutral zu informieren. Weiter führt Goetsche auf, seien manche Ärzte willige Vollstrecker, ließen sich gerne Geschenke machen und zu teuren Weiterbildungen einladen. Auf Nachfrage von Klagemauer TV bestätigte dies ein Schweizer Hausarzt. Es sei für viele Ärzte nicht einfach, sich dieser Verlockung zu entziehen und sich durch solche Zuwendungen nicht manipulieren zu lassen. Weitere Hauptgründe für Todesfälle durch Arzneimittelnebenwirkungen laut Goetsche seien Überbehandlung mit Medikamenten, die Einnahme zu vieler verschiedener Medikamente gleichzeitig, ein zu geringes Wissen über die Gefahren von Arzneimitteln sowie tausende von Warnungen, Wirkungen und Nebenwirkungen, die sich kein Arzt im Kopf behalten kann. Fast jedes Medikament habe 20 oder mehr Sicherheitshinweise und Gegenanzeigen, sodass es unmöglich sei, diese alle zu kennen. Den Medizinern könne diesbezüglich kaum ein Vorwurf gemacht werden.
Sehr verehrte Damen und Herren, soweit die wichtigsten Argumente Goetzsches, die eine mögliche Antwort auf unsere anfängliche Frage geben können. Tödliche Medizin, ein Systemfehler im Gesundheitswesen? Für Goetzsche scheint die Antwort klar zu sein. Er fordert nichts Geringeres als einen Systemwechsel. Man solle den Pharmafirmen wegen ihres Interessenkonflikts gar nicht mehr erlauben, Medikamententests in Eigenregie durchzuführen. Stattdessen sollten staatliche Stellen diese Aufgabe übernehmen. Weiter schlägt Goetzsche vor, Pharmawerbung schlichtweg zu verbieten. Gute Medikamente würden sich immer durchsetzen. Dem normalen Patienten rät der dänische Medizinforscher Peter C. Goetzsche, seinen Arzneimittelkonsum einzuschränken und nur noch in Notfällen, die er keineswegs ausschließt, Medikamente zu nehmen. Denn bei vielen Medikamenten würden die Risiken und Nebenwirkungen ihren Nutzen bei weitem übersteigen. Mit diesen Gedanken Goetzsches verabschieden wir uns von Ihnen und wünschen Ihnen noch einen guten Abend. Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen oder von einem Sieg zu berichten? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.